Batterieforscher kommentieren Schlagzeilen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge der Batterie-News. Hallo Patrick. Grüß dich Daniel, wieder aus dem Homeoffice. Genau, und heute auch wieder dabei Professor Maximilian Fichtner. Hallo. Hallo. Unsere heutige Batterie-News-Folge dreht sich um ein Unternehmen namens X-Energy, auf das uns netterweise ein Hörer auf Twitter aufmerksam gemacht hat. Vielen Dank auch nochmal dafür. Bereits im Juli 2019 titelte Thorsten Seibt in der Automotorsport: Neuer Wunderakku aus Kanada. Eine kanadische Firma hat einen neuen Akkutyp entwickelt, der um ein Vielfaches leistungsfähiger sein soll als Lithium-Ionen-Batterien. Hier geht es jetzt tatsächlich hauptsächlich um innovative Batteriearchitektur und weniger um die Zellchemie an sich. Und das Unternehmen baut nämlich Batterien auf sogenannte Wafer. Falls Ihnen das jetzt kein Begriff ist, das ist ein Teil der Computerchip-Herstellung, und zwar eine ungefähr 1 Millimeter dünne Scheibe, auf die dann Mikrochips beispielsweise aufgesetzt werden. In dem Fall ist es so, dass diese Firma plant oder das auch tatsächlich schon umgesetzt hat, da Millionen mikroskopisch kleine Poren drauf zu haben und darin dann diese Batterien einzusetzen. Und dadurch soll nach Angabe der Firma eine 50-mal größere Oberfläche für Reaktionsmöglichkeiten geschaffen werden und außerdem dicht gepackte Akkus mit einer Leistung, die höher als 405 Wattstunden pro Kilogramm ist. So, das soweit zu den Infos. Herr Fichtner, überzeugt Sie dieses Konzept? Das klingt zunächst mal spannend und die haben vielleicht auch schon das ein oder andere getan. Ich vermute mal, dass die Arbeiten am Argonne National Lab gemacht wurden in den USA. Aber je mehr man sich in die Details reindenkt, desto mehr Fragezeichen stellen sich mir. Ich hab auch die Ankündigungen mal angeschaut und habe festgestellt, da gibt's, wie so oft bei diesen Ankündigungen, gibt's völlig richtig eine Aufzählung von Dingen, die verbessert gehören. Geringere Kosten, schnelle Beladung, höhere Speicherkapazitäten, Sicherheit und so weiter. Das ist alles richtig. Und dann wird so in einem Pauschalsatz wird dann halt gesagt, das haben wir alles erreicht. Ja, aber sie zeigen in keiner einzigen Grafik, wie ihre Messdaten sind. Sie haben ein paar Zeichnungen und auch irgendwie mikroskopische Aufnahmen, die zeigen, dass man sowas machen kann im Prinzip oder es zumindest hinzeichnen kann. Aber ich habe noch keine Daten gesehen. Also ich kann jetzt einfach mal anfangen und kann mal durchgehen durch die einzelnen Punkte. Ja, bitte tun Sie das. Diese Pressetexte über X-Energy lesen sich ja wirklich durchweg positiv. Sie sprechen von einer höheren Energiedichte, leichtes Recycling, höhere Lebensdauer, höhere Reichweite, schneller aufzuladen, leichtere Batterien. Also im Grunde genommen alle Zeichen auf Plus, auf Positiv. Wie sehen Sie das? Naja, fangen wir mal an bei den Kosten. Das Basismaterial ist ein kristallines Silizium, ein Wafer. Man kann solche Materialien mit bestimmten Flüssigkeiten ätzen, so dass also genau senkrecht zur Oberfläche man von so einer Lochmaske praktisch ein Loch reinbohren kann. Das haben sie gezeigt. Es geht, es ist aber ein Standardprozess in der Siliziumtechnologie. Das ist nichts Neues. Und was sie dann machen wollen, die haben dann, man muss sich vorstellen, das sind wie so viereckige Röhren, die also sich fast durch den ganzen Chip erstrecken. Und die wollen sie dann im einen Teil, also erst einmal beschichten und dann in einem Teil füllen mit der Anode, dem Minuspol, und dann wollen sie ein bisschen Elektrolyt einfüllen und dann wollen sie den Pluspol einfüllen. Und das Ganze ist, Sie haben es richtig gesagt, etwa knapp einen Millimeter, also 800 Mikrometer dick. Ja. Jetzt muss man Folgendes sehen. So ein Wafer, an dem sie das angeblich demonstriert haben, mit 30 Zentimeter Durchmesser, kostet alleine schon 20 Euro und der wiegt 125 Gramm. Das sind noch keine Prozesskosten.
Kosten dabei. Da sind noch keine Speichermaterialien dabei. Das ist ja jetzt nur die Gerüstsubstanz, der Wafer. Noch keine Speichermaterialien dabei, da ist kein Lithium drin, da ist kein Nickel, kein gar nichts ist dabei. Das ist schon mal allein von den von der Ausgangssituation, was die Kosten angeht, deutlich teurer als das, was wir im Augenblick haben. Aber grundsätzlich geht es, dass man auf so einen Chip Millionen oder glaube Hunderttausende Kleinstbatterien platziert. Das wäre zellchemisch schon möglich? Keine Ahnung. Also ich habe gesehen bisher leere Löcher und ich habe gesehen Zeichnungen, in denen die Löcher gefüllt sind. Ich habe aber keine von Querschnitten, nach denen diese Löcher gefüllt sind. Weil die stellen das immer sehr, sehr positiv dar. Klar. Im Sinne von Dendriten werden da gar nicht mehr erwartet. Aber ich habe mich als erstes gefragt, natürlich ist die Infrastruktur dieser Chiphersteller nutzbar, aber funktionieren Batterien auf so einer Skalenebene? Das ist ja eine Mikroebene, Mikrometerebene. So funktionieren auch die Batterien jetzt schon. Also die Aktivschichten in heutigen Batterien, die sind einige 10 Mikrometer dick. Wenn man sich aber mal diese Zeichnungen anschaut, die bringen, dann wäre so eine Schicht, die wäre ja mehrere hundert Mikrometer dick. Und dann gibt es mehrere hundert Mikrometer Elektrolytabstand zur nächsten Elektrode und wieder mehrere hundert Mikrometer Schicht. Ich sehe da folgende Probleme. Zuerst mal ist die Tatsache, dass sie da eine dicke Elektrolytschicht vorsehen, etwas, was die Speicherkapazität drastisch senken wird. Die Elektrolytmenge ist immer eine kritische Sache, weil der Elektrolyt selber ist teuer und er trägt nichts zur Speicherkapazität bei, sondern wirkt nur als Vermittler zwischen den Polen. Das heißt, wenn man da einen hohen Anteil hat, ist schon mal schlecht. Dann ist es so, wenn jetzt ein Lithium-Ion zum Beispiel aus dem Minuspol, aus der Anode kommt und kommt zur Kathode, dann muss es nicht durch eine Schicht krabbeln, die jetzt, sagen wir mal, 30, 40, 50 Mikrometer Durchmesser hat, was schon schwer genug ist, sondern nach dem Konzept muss es durch eine Schicht durch, die mehrere hundert Mikrometer dick ist. Und wie das dann schnell und effizient gehen soll, da fehlt mir noch der Nachweis, ehrlich gesagt, weil spontan würde ich eher das Gegenteil erwarten. Und dann ist es auch so, ich meine, diese Reaktivität oder diese Kontaktfläche, die natürlich erhöht ist durch sowas, so eine Anordnung, wenn man dann Poren hat, die mehrere 10 Mikrometer Durchmesser hat und ganz lang sind, ist natürlich die innere Oberfläche erhöht. Aber was da verglichen wird, ist ein Träger, was im einen Fall jetzt hier Silizium ist. Das ist ein Halbleiter. Und im anderen Fall ist es entweder eine Kupfer- oder eine Aluminiumfolie. Also ein extrem guter elektrischer Leiter. Es könnte aus meiner Sicht durchaus sein, dass der Knackpunkt auch in dem Silizium selber liegt, weil das eben so eine vergleichsweise grottenschlechte elektrische Leitfähigkeit hat. Also da gibt es für mich noch eine Menge Fragestellungen und solange ich da noch nicht gesehen habe, wie das Ding wirklich funktionieren kann, bin ich erstmal vorsichtig. Aber prinzipiell ist ja das, wenn wir jetzt mal davon absehen, auch von diesen ganzen Fragezeichen bei der Zellchemie, ob das dann wirklich alles so funktioniert, aber eigentlich ist ja dieses Konzept, dass man vielleicht auch auf Entwicklungen aus anderen Bereichen, wie jetzt hier Computerchip-Industrie und sowas zurückgreift, um eben die Produktionskosten zu senken, ja schon ganz spannend. Oder halten Sie das auch für eher unrealistisch, dass da vielleicht gar nicht so viel rauszuholen ist? Weil Sie haben vorhin gesagt, es ist ja, Sie können sich gar nicht vorstellen, dass das jetzt an sich diese Zellen wirklich günstig sind. Kann das wieder wettgemacht werden im Prinzip durch sowas? In dem Falle glaube ich nicht, weil also typischerweise sagt man ja, naja, wir adaptieren eine andere Technik und wenn wir dann ganz viel Stückzahlen produzieren, dann wäre das Ganze billiger. Bei Computerchips oder bei Wafern muss man sagen, es werden bereits irrsinnig hohe Stückzahlen produziert. Die ganze Halbleiterindustrie lebt von diesen Chips. Die werden nämlich genau wie vorhin beschrieben, die werden geätzt, da werden Schichten draufgebracht und so weiter und dann hinterher geschnitten.
und in die berühmten Computerchips vereinzelt. Das ist überall, das ist im Handy, das ist in jedem Notebook, in jedem Desktop-PC, überall sind diese Chips drin. Das heißt, das ist bereits ein Milliardenmarkt. Und da zu behaupten, wir machen jetzt noch ein paar Batterien und dann wird das alles billiger, sehe ich nicht. Die Prozessierung solcher Chips, dieses Ätzen, das ist ein großtechnischer Prozess, das kann man machen, das funktioniert. Aber auch das braucht teure und giftige Chemikalien, die im Kreislauf geführt werden. Es braucht Zeit vor allem, ja. Und es braucht eine Nachbehandlung. Das sind alles solche Dinge, die kommen nochmal zu den eigentlichen Fertigungskosten der Zelle, die dann in diesen Poren, diese Poren eingebracht werden muss, kommt das ja nochmal dazu. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass Sie als Naturwissenschaftler, als Chemiker Forschungsresultate sehen wollen. Ich gebe Ihnen mal ein paar Resultate, die der Markt sozusagen gibt. Das Unternehmen ist schon seit 15 Jahren am Markt, hat 15 Patente, 6 Patentdarstellungen, 13 Anmeldungen, hat 80 Millionen Dollar unter anderem vom US Department of Energy eingeworben. Motorola, Intel sind beteiligt und die haben tatsächlich schon die ersten 600 Vorserienakkus zu Testzwecken an Kunden geliefert. Also so komplett negativ sehe ich das jetzt nicht, aber sie warten tatsächlich noch auf diese tatsächlich harten Forschungsergebnisse der Zellen, oder? Genau. Also ich mag das auch nicht runterreden oder sowas. Ich sage nur, auf der Basis der Informationen, die man der Öffentlichkeit derzeit zur Verfügung steht, lerne ich, dass einerseits, dass es einen Bedarf gibt, noch Kosten und Nachhaltigkeit, Effizienz zu verbessern von Systemen. Und dann gibt es eben die Behauptung, dass sowas mit diesen Systemen möglich sei. Was ich jetzt nur gesagt habe, ist, wenn ich mir alleine schon die Idee vorstelle, dass es auf einem Chip vorkommt, dann kann ich mir am Ende vorstellen, dass sowas vielleicht, ich sag mal, in einem Hörgerät einen Einsatz findet, sofern da tatsächlich auch wirklich sichere und hochspeicherfähige Batterien dabei rauskommen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie es von X-Energy halt behauptet wird, dass sowas in einer Massenanwendung wie stationär speichern oder in Fahrzeugen eingesetzt wird. Da ist es schlicht und ergreifend zu teuer. Ich glaube, dass man natürlich Projekte an Land gezogen hat, um sowas mal in so einem Testbett zu demonstrieren, auch dass man es hochskalieren kann. Aber das ist immer noch was anderes, wie die Frage, ob das dann hinterher tatsächlich auf dem Markt ankommt für genau die Anwendung. Wie gesagt, ich mag nicht ausschließen, dass es da Spezialanwendungen gibt, wo es sowas einen Vorteil hat. Aber diese ganzen Behauptungen, die bisher gemacht worden sind, die unterfüttern sie halt nicht mit irgendwelchen wirklichen Daten, die sie mal zeigen würden. Das können andere Firmen besser im Augenblick. Wo sehen Sie denn für die Optimierung von Batteriezellen oder Batterien allgemein noch mehr Entwicklungspotenzial? Also wenn man das über die Batteriearchitektur versucht zu lösen oder doch die Zellchemie? Im Augenblick hat man den größten Hebel bei der Architektur. Ja, das liegt einfach daran, dass die bisherigen Batterien nur zu 25-30% aus Aktivmaterial bestehen, aus dem eigentlichen Speichermaterial, und der Rest ist praktisch Verpackung. Ja, und die Zusätze, die man da braucht, das Gehäuse und alles, lassen sich durch intelligente Ideen tatsächlich reduzieren. Das sind wir auch wieder bei der Adaption von anderen Technologien. Tesla macht ja jetzt diese neuen 4680-formatigen Batterien, die so ein bisschen aussehen wie eine kleine Bierdose. Das Packaging von diesen Dingern macht er auf Maschinen, die aus der Getränkeindustrie stammen oder zumindest von dort entlehnt sind, weil die wissen, wie man Dosen macht. Ja. Also insofern ist es schon richtig. Bloß in dem Fall ist es natürlich so, dass es eine Sache ist, die ganz klar und einfach einen Vorteil bringt.
Ja, vielen Dank für diese Ausführung, Herr Fichtner. Wie immer können Sie uns auch eigene Themen oder Fragen oder auch eigene Artikel zumailen, nämlich an patrick.rosen@kit.edu oder daniel.messling@kit.edu oder auch auf Twitter an Helmholtz Ulm oder Clusterpolis. Also nochmal vielen Dank für die Zeit, Herr Fichtner, und bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Tschüss. Ciao. Batterieforscher kommentieren Schlagzeilen. Dieser Podcast wurde produziert vom Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, kurz CELESTE, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie, der Universität Ulm und des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg.